lass einfach das Leben bleiben, frei. Bleib einfach stehen. Nicht mehr bewegen jetzt. Das hat doch super geklappt. Ich glaube nicht der erste, aber der hat mir auch keinen. Ach so, okay. Die Entenfamilie kommt jetzt am Klarenbach raus, wenn Mr. GoPro hier alles fertig hat. Ja, das ist nicht so einfach, das alles zu koordinieren. Und so, ne? Hat nicht geklappt. So. Oh, bless you, na, Babys. Wo? Da. Krass, die Spiel taucht ja richtig mit Schwung runter. Was? 3, 6, 9. Erfolgreicher Einsatz. Kurze Stärkung. Wir haben mittlerweile 16 Uhr oder 16.30 Uhr und wir müssen uns ganz kurz ein bisschen Zucker reinhauen, ein bisschen Koffein. Das ist meins und das ist meins. Und das ist meins und das ist Stefan. Höchstens die Feuerwehr. Ich mache mich auf den Weg zu Ihnen, aber rufen Sie mal bei der Feuerwehr an, ob die den Einsatz übernehmen kann, weil die schneller da sind. Ansonsten sagen Sie mir nochmal, sagen Sie mir auf jeden Fall Bescheid, ja? Reh angefahren worden. Nein. Ja. Und nicht, dass Sie den Jäger rufen. Nee, der ruft jetzt erstmal bei der Feuerwehr an. Weil die halt viel näher dran sind. Wir müssen einmal quer durch die ganze Stadt und das ist Hauptverkehrszeit. Das kann ewig dauern. Aber ich fahre auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Ja, schon Leute, das kleine Küken hier war in einer Siedlungsgegend neben einem Anhänger gesessen, ganz alleine. Und das wird in die Entenstation gebracht. Ums Babylein. Nächster Einsatz, Entenfamilie einfangen, mal wieder. Bei mir war die ganz lieb. Ich habe Wasser mehrmals ausgewechselt. So. Die Mama ist jetzt gerade aber nicht da. Da geht da draußen ist am, ein Teich. Unten in den Teich. Ist. Ah. Du musst vorgehen, die rennen nicht weg. Du musst im Moment wiederkommen. Jetzt kommt sie. Ja, wir machen es mit dem Fanggehege. Ganz langsam, ganz langsam, jetzt keine Panik bekommen. Sehr schön. Ganz ruhig. Na komm, und alle rein. Und alle rein. Ja, super. Ja, toll gemacht. Wieder mit Küken. Du auch? Du auch, soll ich festhalten? Guck mich mal an. Genau. Kopf zuerst, genau, einmal. Und Kopf zuerst. Jawohl, wunderbar. Jetzt, ne? Ja. Du hast zwei rein und die haben zwei, ne? Was? Ich weiß nicht, was los ist, aber Stefan ist jetzt kurz raus und hat irgendwas mit einer Traube gesehen und... Die hat Fußweh. Die hat auch gerumpelt schon. Oh nein. Doch. Wir haben eine Entenfamilie jetzt hinten drin, dann hier dieses kleine Küken und nun haben wir einen Papageien-Einsatz. Wir sind auch mitten im Feierabendverkehr. Also heute haben wir wie viele Kilometer schon zurückgelegt? 215. Ja, und jetzt noch der Papageien-Einsatz und dann bringen wir die Entenfamilie noch weg, dann bringen wir das Entenküken noch weg und dann schauen wir mal, dass hoffentlich keine Anrufe mehr reinkommen. Hi, hi. Oder? Ja, nee. Ich habe mich verzählt, es waren erst 8.
369. Ja, ja, passt. Ich komme ja aus Düsseldorf. Ich bin jetzt nicht gerade direkt um die Ecke. Ne? Und ich fahre auch gerne diese Strecken. Ich fahre auch teilweise weitere Strecken. Aber ich habe jetzt auch hier in Düsseldorf aufgrund der Brutzeit ganz viele Einsätze. Was ist denn damit los? Ist das ein Kopfhängen? Nee, es kuschelt sich nur ein. So. Es fühlt sich gerade hier so richtig wohl. Guck mal, es kommt gerade richtig schön zur Ruhe. Er hat die ganze Zeit Terror gemacht und jetzt. So, dann schauen wir mal, wo der Papagei ist. Ich werde jetzt erstmal dem Kleinen was zum Trinken geben. Das ist übrigens kein destilliertes Wasser, das ist Leitungswasser drin. Aber damit das Kleine mal ein bisschen was zum Trinken bekommt. Von hinten den Kopf nachdrücken und dann nach einer Zeit schnallen die das dann. Ja, funktioniert. Fein. Ja, fein. Ja, fein. So ist fein. Es funktioniert. Oh, es ist so müde und erschöpft, das Kleine. Nicht einschlafen. Einschlafen. So ist fein. Fein. Ja, fein. Jetzt setze ich dich da rein und dann fangen wir den Papagei. Hier hoch guckst du es sofort. Da. Na komm. Na komm. Weil ich Papagei nicht sprach. Na komm. Na komm. Doch, ich nehme alles auf. So, ja, das kann na komm! Ja, komm! Okay. Na komm! Soll ich nur wissen, dann machen wir mal hier weiter. Na komm! Alles klar. Na komm! Na komm! Ich hab gedacht, der ist hierhin irgendwo geflogen. Nee, der ist hinten runtergegangen. Ach, scheiße. So, Leute, Einsatz ist vorbei. Jetzt aber ab nach Hause. Natürlich war das mit dem Papagei nicht so das Optimale. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er letztendlich am Ende doch noch in meine Richtung fliegt. Also weil er die ganze Zeit zu mir geguckt hat. Dass er dann weggeflogen ist, war natürlich ziemlich doof. Aber da steckt man manchmal nicht drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Vergesst nicht, mein letztes Video anzuklicken. Und bis dann. Muah.